So, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Tropico 5. Ich gebe jetzt von der Pause raus. Und ja, da stehen wir also gerade ganz quietschfidel vor der Bibliothek. Wir wirken gerade einfach intelligent. Sie flüstern mir wohl gerne ins Ohr, wie? Nee, warte mal, es ist ja unsere Tochter. Okay. Ja gut, Wunderbärchen. Schön, aber sie hat irgendwie Sterne. Ich weiß nicht, was es mit den Sternen zu tun hat, auf jeden Fall irgendwie wird es was bringen. Die kann man ja doch irgendwo einstellen. Stimmt, warte mal. Wir können doch mal schauen, was wir generell hier für Manager einstellen können. Jetzt haben wir ein paar mehr. Mentor. Okay, boah, Effizienz steigt um 2. Oha. Aufseher, Gebäudeeffizienz steigt um 5. Gebäudenähe steigt um, naja. Bringt, glaube ich, noch nicht allzu viel zur Zeit so, aber geldmäßig läuft es gerade. Also mit den Handelsrouten ist echter Burn. Die Rinderprofite brauchen zwar noch ein bisschen, aber generell läuft voll. Das heißt, wir hätten eigentlich so, hier, die läuft auch die Qualität, dann kommen hier auch ein paar Leute hin. Ah, das macht Verlust. Servicequalität, geht die ein bisschen hoch jetzt? Servicequalität? Ah gut, die geht ein bisschen hoch. Ich würde sagen, dann passt das so, da können wir hier ein bisschen mehr ausgeben. Da werden nämlich alle Leute glücklicher. Zufriedenheit, naja, bringt ja unglaublich viel. Aber die Qualität ist doch voll hoch. Ich meine, so viel mehr Besucher haben wir auch gar nicht. Egal. Jo, wir könnten uns vielleicht nach Häusern umgucken. Wie viele Obdachlose haben wir denn? Wohnraum. Obdachlose 35. Ja gut, da ist die Qualität natürlich nicht so der Burner, ne? Ich würde sagen, da bauen wir noch mal ein paar. Ich würde sagen, da ziehen wir vielleicht, wo können wir mal eine Straße durchziehen? Unos Trazos Grandes. Heißt bestimmt nicht Trazos, aber ist mir egalos. Da ist eine... Da ist ein Park. Das heißt, hier können wir noch wunderschöne Häuser hinbauen. Eine Landhause. Wo ist ein Landhaus? Da ist Landhaus. So. Im Landhausstil gehalten. Ist auch ganz modern. Jetzt 1, 2, 3, machen wir mal 4. Und dann die Taverne, die... Oh, die läuft aber echt gut zurzeit. Doch mit dem Grün hier. Und dann haben wir hier unseren Laden. Kleiner Laden. Highschool. Erzeugte Wohlstand. Gut situiert. Okay. Ah, der Aufgaben... des Todes. Okay. Das heißt, der Laden muss Sachen importieren. Interessant. Was haben wir hier denn Schönes? Erstmal angucken. Ja, wer baut da auch einen Park hin? Das ist ja ekelhaft, gell? Tienda de bla. Aber noch ganz schön gelegen, muss man sagen. Kann man nichts dagegen sagen. Okay. Aufgaben! Hilfe! Hilfe! nimm erstmal die Wette an, oder? Was ist das? Den Markt mit billigen Getreideexporten überschwemmen? No problem. Aber wie soll ein vernünftiger Ackerbau in einem rückständigen Land funktionieren, das von einem anderen ausgebeutet wird? Wetten, dass Tropico nie im Leben nennenswerte Menge von Rohstoffen exportieren kann, weil ich so sicher bin, dass sie verlieren, wette ich um die Hälfte meiner Armee oder bringe ihnen Journalisten besseres Recherchieren bei. Verdienen sie mit Erzen 10.000. Wir sollten vielleicht etwas mit Erzen bauen. Erstmal die anderen Aufgaben. Die Revolution verlangt, dass alle Menschen gleich sind. Nun wählen Sie einige der gleichen Menschen, die den anderen gleichen Menschen Befehle geben. Genau, weil die dann anders gleich sind, weil die einen gleichen Menschen auf die anderen gleichen hören müssen. So funktioniert unsere Gesellschaft. Yay. Also, bauen wir hier mal einen Manager ein. Was wäre denn da Tolles? Ein Mentor, Gebäudeeffizienz, Gewerkschaftler. Arbeitsqualität. Ich glaube, das können wir bei der Farm machen, weil die so viele Menschen beschäftigt. Finde ich ganz gut. Aufsehgebäude, Effizienz steigt um 5. Was bringt mir das? Großartige Neuigkeiten. Wir wissen nun, wie wir die Musketen bedienen können, die uns die Krone geschickt hat. Man muss den Abzug betätigen. Wir mussten einige Fehlschläge hinnehmen, bis wir darauf kamen, dass man dabei nicht in den Lauf schauen sollte, und verloren darüber einige gute Männer. Wobei die nicht so gut sein konnten. Also, forsch mal gerade mal weiter. So. In der Richtung, ich wollte gerade... Genau, das wollten wir gerade machen. Manager. Effizienz der Gebäude in der Nähe würde ich gar nicht mal machen. Ich würde sagen, Gebäudeeffizienz lassen wir mal steigen. Dann haben wir die Leute ein bisschen kompetenter hier vielleicht. Jo, Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Bin ich da dafür, so. Hilfe, so viel, warte mal, ich baue erstmal die Aufgaben. Seine Majestät hat zahlreiche Berichte über ihre Kolonie persönlich studiert und einen großen Fehler in ihren Plänen entdeckt. Einige ihrer Gebäude arbeiten nicht so effizient wie erwartet.
Ganz ehrlich, unsere Plantagen sind einfach nur... Die ist einfach OP. Die sind zu gut für diese Welt. Doris scheint, dass ihre Insel endlich herausgefunden hat, wie manche Gebäude zu verbessern sind. Seine Majestät schlägt daher vor, dass sie Geld in Gebäudeverbesserung investieren. Haben wir doch eigentlich gemacht, oder? Ist schon fertig. Ja, haben wir schon. Nächste Aufgabe. Meine Schwarzmarktkontakte sagen, dass sie es nicht leicht haben, unsere Insel zu finden. Ich schlage vor, wir bauen etwas Hohes und Leuchtendes für sie. Da kann man dich aber nicht nehmen, meine Gute, weil du nicht so der Teleköpfchen bist, ne? Der Bau eines Leuchtturmes eröffnet Tropico neue Handelsmöglichkeiten und wie ich bereits sagte, mehr Handel bedeutet mehr Geld. Mehr Geld bedeutet mehr Revolutionen. Viva la Revolution! Besitzen Sie einen Leuchtturm, unterstützen durch Revolutionäre. Kann man auch bauen. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Puh, finde ich gerade schwierig. Kolonisten sind ja nicht Revolutionäre, das heißt, 3 Jahre. Komm, wir müssen jetzt viel bauen, wir brauchen Geld. Wir müssen jetzt nämlich Bergbau bauen oder was mit Holz, deswegen und oder. Und ein Leuchtturm. Was? Okay, wir brauchen doch Bürger, schade. Egal. Bauen wir erstmal einen Leuchtturm hin. Eine Türme, die leuchte. Türme, die leuchte. Leuchte, Türme. Kann ich den nicht hier hinbauen? Ach, der muss sich abseits von der Straße platzieren. Muss im Wasser platziert werden. Schön hier. Und die kommen da hin zum... Ach, der ist schon fertig. Sie haben also einen Leuchtturm, alter Freund. Seine Majestät will, dass Sie einen Königstreuen zum Leuchtturmwärter machen. Das ist äußerst wichtig. Bin ich ganz ehrlich dagegen. Leuchtturmwärter ist ein sehr verantwortungsvoller Beruf, der sowohl Ansehen als auch Reichtum mit sich bringt. Fragen Sie mich nicht, warum. Und der wird einfach so gebaut, der Leuchtturm. Das finde ich immer noch interessant, dass er einfach so gebaut wird. Nun sei ein guter Junge und stelle einen Königstreuen dafür ein. Nein, wir brauchen mehr Unterstützung durch Revolutionäre. Die brauchen wir eigentlich. 3 Bürger kamen an und 3 haben verlassen. Okay. So, eine leuchtende Türme. Leuchte, Türme. Schön, aber ich habe gedacht, da wird erstmal gebaut. Aber okay. Jetzt brauchen wir ja eine Bergwerke. Was haben wir denn hier alles an Bergwerken? Bergwerk. Was haben wir hier? Unebenes Terrain. Wo haben wir denn überhaupt irgendwas, wo wir hinbauen können? Da, oder? Hier, da. Eisenbergwerk. Bergwerk. Eisen, mehr haben wir auch gar nicht. Heißt, wir sagen, wir bauen Eisenbergwerk. Und natürlich eine Straße. Eine grande Autobahn. Ja, ich bin intelligent. Können wir es nicht irgendwie anders machen? Können wir Gebäude versetzen? Ich glaube, wir können nur abreißen, gell? Haben wir nicht noch irgendwo, kann ich den Bau abbrechen? Ja, so. Haben wir denn irgendwo noch ein anderes Vorkommen? Da sieht es doch nach Vorkommen aus. Was haben wir denn da? Eine Bergwerke. Ah, da können wir hinbauen. Auch ein Eisenbergwerk. Okay, das heißt, da bauen wir hier eine Straße hin, dann ist ein bisschen besser, ne? Irgendwann, wenn da mal die Rinderfarm unprofitabel wird, dann können wir ja mal vielleicht umsteigen auf Bergwerke. Aber ich würde sagen, die bauen wir... Mit hoher Priorität, weil das muss ja alles schnell gehen hier. Also Profite aus den Bergbau. Markt mit billigen Getreideexporten. Und Baumstämmen. Das heißt, können wir diese Aufgabe stemmen? Badumts. Was kosten sowas? Holzfällerlager ist aber günstig. Hier wäre das äußerst effizient. Das heißt, wir bauen das vielleicht, Ah, dann sind die ganzen Bäume weg. Also, ich baue das mal ganz hier an den Rand vielleicht. Ich baue das mal relativ weit am Rand. So, dann bauen wir da vorsichtig mal eine Straße hin. So am besten auch, dass nicht allzu viel abgerissen wird, ne? Kennst du ja. Weil das habe ich gehört, soll nicht so der Burner sein. So, bauen wir mal hier ran, oder? Müssen ja alle hier über den Platz laufen, oder? Bauen wir eine Umleitung. Komm, wir bauen so eine Parallelstraße. Oha, jetzt haben wir hier voll das, da wird Stau entstehen. Was haben wir denn noch? Also, jetzt haben wir im Prinzip neue Handelsrouten. Das heißt, wir können mal schauen, was wir denn hier alles so haben. Aber es sind mehr Schmugglerhandelsrouten, gell? Ich glaube, das wird alles Schmugglerhandelsrouten sein. Wir haben ja schon beide Schiffe. Das heißt, wir können mal schauen, wie profitabel es ist. Fleisch ist überprofitabel, finde ich gut.
Menge können wir noch so viel. So viel brauchen sie noch. Also ganz locker. Bananen, das sind auch nicht so der Burner. Ananas läuft auch nicht. Mais importieren natürlich auch nicht. Kakao exportieren, das machen wir ja schon, gell? Ja, da exportieren wir schon hin. Wolle haben das auch ja so mittelmäßig. Kakao zu den Schmugglern wäre eigentlich ordentlich. Aber wir haben ja eigentlich... Ja, haben wir nur zwei eigene Schiffe, das heißt... Aktuell sollten wir so ganz gut hinkommen. Ach komm, wir haben es ja. Wir haben es ja eigentlich, deswegen können ja gleich Leute arbeiten. Ungebildete, wie viel haben wir denn davon? Menschen, verfügbare Jobs und Arbeitslose. Okay, das heißt, Arbeitslose ist ganz okay. Das heißt, da können gleich ganz viele Leute arbeiten. Finde ich gut. Arbeitsqualität 40. Komm, machen wir mal 50 draus, damit die nicht so unzufrieden sind. Weil Arbeitsqualität 40 finde ich immer ein bisschen... Ach, hier können wir doch Manager einstellen. Hier arbeiten viele Menschen. Eine Manager die, hat die Grundsteuer wieder eingeführt. Egal. Wir haben ja Geld. Arbeitsqualität steigt um 10. Einmal hier und einmal hier. Warte mal. Hä, warum haben wir zu wenig... Dankeschön. Ich habe schon gedacht. Und ein Gewerkschaftler. Dann müssen wir eigentlich hier voll die... Oha. Eine Plantage, die hohe Arbeitsqualität erzeugt. Finde ich gut. Wir sind echt vorbildlich. Jo, läuft doch gerade zur Zeit, muss ich sagen. Läuft. Was sagt denn so die Obdachlosen? Immer noch welche. Ist ja ekelhaft. Aber zuerst mal müssten wir ja... was sollten wir noch bauen? Das ist fertig gebaut. Da arbeiten Menschen. Okay. Aber es ist schon teuer, gell? Egal. Rinderfarm haben auch gleich exportiert. Irgendwas sollten wir doch noch bauen. Irgendwas ist doch noch gerade noch im Bau, oder? Ich glaube nicht, oder? Dann können wir ein paar Häuser hinpflanzen, oder? Jo, Häuserchen für unsere Bürgerlein. Landhäuserchen. Eins, zwei und dann hier nochmal eins rein. Andersrum vielleicht, damit sie schön in das Umweltbild einschmiegt. Dann hier nochmal eine, komm. Wobei, nee, da kommt ein Park rein. Weil da ist eh unschön. Eine Barke, damit es schöner aussehe. Kleine Gartenanlage. Zack. So. Was war denn uns denn empfohlen? Ein Militärfort. Ich will doch kein Militärfort haben. Hinfort damit! Ich glaube, den habe ich auch schon mal gebracht, den Witz. So, da arbeitet... Wir haben unseren Gegnern jede Menge Nahrung gegeben, aber sie haben nicht zugenommen. Seine Majestät ist wütend und verlangt auf der Stelle noch mehr Nahrung. Was die Königstreuen auf ihrer Insel verlangen, dass sie den Plan des Königs unterstützen, indem sie die Exportpreise senken. Die Revolutionärin gegen ihr fordert eine Erhöhung der Exportpreise, um von der Situation zu profitieren. Ich will ja keine Mandatsverlängerung, die bekomme ich, die habe ich, das sehe ich eh noch ganz gut. Mandatsverlängerungstechnisch stehe ich eh noch ganz gut da. Den Markt mit billigen etwas. Ja, ja, okay, das läuft alles noch. Ich meine, mandatstechnisch sind wir eh noch ganz gut dabei. Wenn wir wieder so eine 12-monatige bekommen für irgendeinen Mist, weil manchmal bekommt man echt für hier Jux und Dollerei eine Mandatsverlängerung und deswegen können wir das einfach machen. Ah, unser Holzfällerlager. Stimmt, das war noch im Bau. Arbeitsqualität 40. Da arbeiten aber auch ordentlich Menschen. Interessant. Baumstämme Ausgang 0. Ah, jetzt gehen auch welche aus. Okay. Schön. Arbeitsqualität 40. Aber so viele sind das nicht, dass sich das lohnen würde zu erhöhen, oder? Doch, komm, machen wir. Ich bin schon dafür, dass es unseren Menschen gut geht. Ich meine, das schlägt sich auch direkt hier wieder. Was sagt denn die Zufriedenheit? Sicherheit ist uns eigentlich egal. Unterhaltung? Nö. Ich glaube, wir brauchen eigentlich, wenn wir über 100 sind, eigentlich nochmal eine Taverne. Nahrung ist gut, weil wir einen kleinen Laden haben. Also, 150 Menschen bekommen wir damit versorgt. Gesundheitsversorgung können wir eh nicht machen. Obdachlos, aber wir bauen ja gerade Hütten. Arbeitsplätze haben echt hohe Qualität. Bei Kombaubüro können wir noch... Kombaubüro erhöhen wir jetzt auch mal. Düller Baubüro. Überall 40 machen wir mal auf 50, oder? Weil alles andere ist irgendwie... So, die sind eh die Premium-Bitches hier. Highschool zum Sachen verkaufen. Okay. Warum auch nicht? So, dann haben wir hier... Da könnt ihr auch ein bisschen einziehen, wenn ihr wollt. Da kann das dann auch bald weg. Dann machen wir das zu einem schönen Wohnviertel hier. Kann man dazwischen eigentlich noch ein paar Parks klatschen. Josh, das heißt Garten. Ah, da können wir... Oha. Grüngürtel! Grüngürtel. Ich will aber kein Militär vorbauen. Halt, stopp, ich möchte das nicht.
So, Rinderprofile dürften aber auch gleich. Bist ein Rinder? Nein, bist ein normaler Frachter. Aber ich glaube, mit dem nächsten Fleisch, wo haben wir es denn? Ach, Rinderprofile sind durch. Gut gemacht. Glückwunsch. Jetzt erzählen Sie mir mal. Ich mag es mal falsch zu liegen, denn dann kann ich was dazulernen. Welche Belohnung darf es sein, Buddy? Die Technologie oder das Opernhaus? Was? Ein Opernhaus? Wir haben doch keine... Doch, wir haben ja schon ein paar höhere... Komm. Ganz ehrlich, wir haben auch Bürger, die sich dafür vielleicht interessieren. Wir haben auch ein paar höher stehende Bürger. Also wenn wir jetzt hier ein Opernhaus bauen... Frei, genau. Für reiche Bürger und Touristen. Wir haben auch reiche Bürger, weil wir die ja alle etwas, weil wir denen immer ein bisschen Geld hinten reinpumpen. Genau. So würde ich das zwar nicht ausdrücken, aber Hashtag ist einfach so. Was haben wir denn hier? Wo haben wir denn Bevölkerung? Arbeiterschaft? Wo haben wir denn wegen Reich und so? Wohlstand. Mittellos, arm, reich. Gut situiert reicht, glaube ich, nicht aus, oder? Ist es bloß für Reiche? Für Reiche, egal. Die drei können sich dann köstlichst amüsieren und der Rest ist einfach von der Verschwendung sowas von geblendet, dass es ihm egal ist. So. Eine kostenlose Opernhause und ich würde sagen, mit dieser wundervollen Neuerung würde beenden diese Folge Let's Player Tropico 5. Haben jetzt hier eine wunderschöne, große gebaute Bereiche für die Wohnhäuser und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.